Hallo ihr Lieben, wir stehen gerade total auf diese Schichtenvideos. Ich glaube, das habt ihr auch schon mitbekommen. 100 Schichten Nagellack, 100 Schichten Lippenstift gibt es auch schon, mehrere Schichten Wimperntusche. Super eklig. Und ich habe jetzt ein Video gesehen aus Amerika, 100 Schichten Make-up. Also 100 Mal Make-up aufs Gesicht auftragen. Das Ergebnis war super krass. Ich verlinke es euch unten mal in der Infobox. Es sieht so eklig aus und ich dachte, das muss ich auf jeden Fall nachmachen. Nachdem die Sarah ja letzte Woche schon die 100 Schichten Nagellack gemacht hat und gesagt hat, es dauert Ewigkeiten, bin ich mal total gespannt, wie lange ich jetzt brauche. Es ist jetzt 20 nach 8. Die Sonne ist noch da, ich hoffe, sie bleibt auch noch ein bisschen und ich hoffe, sie bleibt auch so lange, bis ich diese 100 Schichten Licht drauf habe. Ich gebe zu, ich möchte dafür nicht unbedingt mein gutes Make-up opfern, deswegen habe ich mir jetzt das Essence Stay All Day 16 Hours gekauft. Extra ein Long-Lasting Make-up, damit es auch schön lange hält, damit ich es überhaupt nicht abbekomme. Wie ihr seht, eine Schicht Make-up. Oh, sieht man gar nicht richtig. Eine kleine leichte Schicht Make-up habe ich schon drauf von heute Morgen. Habe mich jetzt nicht nochmal nachgeschminkt, weil ich dachte, ne, wer braucht das schon, wenn man jetzt 100 Schichten Make-up aufbekommt? Beziehungsweise 99 jetzt nur noch. Und ich fange einfach mal an. Ich habe eigentlich keine anderen Hilfsmittel, außer natürlich das Make-up. Und ich habe meinen Föhn dabei, falls die Schicht nicht ganz gut trocknen möchte. Ich bin schon sehr gespannt. Los geht's mit der ersten Schicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt meine Farbe ist. Ein bisschen gelblich. Voll schwer aufzutragen. Aber es deckt voll gut. Und es macht mich ein bisschen brauner. Ganz so meine Farbe ist es nicht. Aber ich glaube, ich werde nach diesen 100 Schichten endlich mal keine Augenringe mehr haben. So, Nummer 1 ist fertig. Nummer 2. Plastikpuppe, die glänzt doch auch mal was. Ganz eklig. Thank you.
So, Schicht Nummer 100 ist drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass in so einer kleinen Flasche wirklich 100 Make-up-Schichten sozusagen reinpassen. Ich habe jetzt 30 Milliliter Make-up auf meinem Gesicht, beziehungsweise, naja, vielleicht so 20 auf meinem Gesicht und 10 in meinen Haaren verteilt. Das fühlt sich so eklig an. Mein Gesicht nimmt auch nichts mehr an. Also wirklich, es trocknet nichts mehr. Es ist alles noch glitschig hier drauf. Meine Augen brennen, meine ganze Haut brennt. Ich hätte nicht gedacht, dass sich Make-up so scheiße anfühlt, wenn es irgendwie mehrere Schichten auf der Haut sind. Ich bin so froh, wenn ich gleich unter die Dusche steige und das alles abwaschen kann. Ich kriege nicht mal meine Augen richtig auf. Merkt ihr das? Wirklich. Ich hatte wirklich irgendwann mal Mascara auf meinen Wimpern. Es ist jetzt auch überschminkt. Meine Augenbrauen sieht man kaum noch. Kann ich eh noch ganz wegschminken hier. Wenn ich sie ein bisschen verreibe. Bäh. Ich fühle mich einfach nur... Bäh. Wirklich, meine Hände sehen genauso eklig aus. Wie gesagt, manchmal frage ich mich, warum ich solche Videos mache. Aber im Nachhinein bin ich jetzt froh, dass es fertig ist. Es hat nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Als Sarah letztens ihre Nagellackschichten gemacht hat, meinte sie, es hat super lange gedauert. Ich glaube sogar, weiß nicht, mehr als 3-4 Stunden. Zum Glück muss das Make-up ja nicht ganz so lange trocknen. Also ich glaube, es wird jetzt auch nicht mehr trocknen. Das waren jetzt bei mir, ich schaue mal auf die Uhr. Na okay, doch ungefähr eine Stunde. Es ist gerade noch hell, also man merkt, langsam geht die Sonne unter. Ich nehme noch das letzte Licht mit. Und ich hoffe, euch hat dieses etwas andere Video gefallen. Ich kann nicht blinzeln. Ich hoffe, ihr lacht jetzt über mich genauso, wie ich selbst über mich lache. Ja, gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr Bock auf noch mehr von solchen Make-up-Fail-Videos haben wollt. Schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, was wir noch so ausprobieren sollten. Also es gibt ja auch noch so 100 Schichten Lippenstift oder 100 Schichten Lidschatten, könnte man ja auch mal machen. Sagt uns einfach mal eure Meinung und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dann, ich geh jetzt duschen.